Erfolg. Wie oft verwechseln Sie Talent mit Erfolg? Wie viel Erfolg brauchen Sie ganz persönlich? Wenn Sie Erfolg haben, glauben Sie, dass Sie ihn verdient haben? Und woraus schließen Sie das? Wäre es Ihnen lieber, wenn Erfolg durch den Input, also Anstrengung, Arbeit, Schweiß, statt durch den Output, Karriere, Reichtum, Ruhm, definiert wäre? Wenn man nachweisen könnte, dass Ihr Erfolg weitgehend Resultat einer Reihe von Zufällen ist, würde dies Ihr Selbstbewusstsein schmälern oder im Gegenteil noch steigern, da Sie sich von einer unsichtbaren Macht besonders auserwählt glaubten. Wäre die Welt eine bessere, wenn alle Erfolg hätten? Was stimmt Sie nachdenklicher? Der unerwartete Misserfolg oder der unerwartete Erfolg? Falls Sie vom Leben lernen, sollte Ihr Erfolg mit zunehmendem Alter ja zunehmen, respektive der Misserfolg abnehmen. Ist das bei Ihnen der Fall? Gibt es Erfolg, für den niemand verantwortlich ist? Gibt es Erfolge, die Sie, wenn Sie bei Ihren Nachbarn auftreten, in Nervosität versetzen? Wären Sie manchmal lieber ein schlechter Gewinner als ein guter Verlierer? Warum beneidet man Sie eigentlich? Und deckt sich das mit dem, worum Sie beneidet sein möchten? Was würden Sie für einen Nobelpreis hergeben? A. Ihr gesamtes Vermögen, B. Ihren Lebenspartner, C. Ihre Gesundheit, D. die Fähigkeit zu lachen. Kennen Sie Personen, deren Nichterfolg geradezu ihren Erfolg begründet? Kennen Sie Personen, die sich dem Erfolg absichtlich verweigern? Woraus lernen Sie mehr? A. aus Erfolgen, B. aus Misserfolgen. Wann hört man eigentlich auf, von finanziellem Erfolg zu sprechen und spricht stattdessen von persönlicher Erfüllung? Oder geschieht dieser Sinneswandel erst, wenn man vom Ausbleiben des finanziellen Erfolgs überzeugt ist? Welches ist Ihr persönliches Verdun? Gesetzt den Fall, es stellte sich heraus, dass Erfolg auf einem Gen beruht. Wem würden Sie Gentherapie erlauben? A. allen, B. den noch Jungen, C. den Erfolglosen oder D. jenen, die es sich leisten können? Wäre die reine Meritokratie, also eine Gesellschaft, in der ausschließlich die eigene Leistung zählt, unabhängig von jeglicher Genetik, Erziehung oder Herkunft, für Ihr persönliches Leben von Vorteil gewesen? Kennen Sie erfolgreiche Tiere?